Ja, liebe Zuschauer, kennen Sie den Song? Oder sagt Ihnen der etwas? Die ganzen Lieder, die Sie gerade gehört haben und viele, viele mehr, stammen aus einer Hand. Und zwar von Albert Hammond. Seit über 40 Jahren ist er schon im Musikgeschäft und tourt jetzt im Sommer und Herbst durch Deutschland. Am 13. September ist er zu Gast in der Frankenhalle in Sendfeld und ich freue mich ganz besonders, dass er vorab schon mal Zeit für ein kleines Interview für uns hatte. Mr. Toll, dass Sie hier in Schweinfurt sind. Danke, dass Sie Zeit für uns haben. My pleasure. Sehr gerne. Es ist ein wunderbarer Ort, eine tolle Region. Yes, ja, das stimmt. Yes. In einem Interview sagten Sie vor kurzem, Sie würden lieber auf der Bühne als auf der Couch sterben. Das fand ich super. Ja, genau, auf der Couch sitzen und durch die Kanäle zappen. Woher kommt diese Leidenschaft für die Musik? Das kommt aus dem Inneren. Wissen Sie, ich habe immer noch diese Leidenschaft, die ich schon immer hatte. Ich habe 1980 aufgehört, aufzutreten, als mein Sohn geboren wurde. Stattdessen habe ich mich aufs Produzieren und Schreiben für andere Künstler konzentriert. Ich habe mit Johnny Cash, Tina Turner, Whitney Houston, Neil Diamond, Julio Iglesias und vielen, vielen anderen zusammengearbeitet. Und dann, 30 Jahre später, habe ich meinen Sohn mit den Strokes, einer Rockband, in der er spielt, auf der Bühne gesehen und dachte mir, ich sollte da stehen und ich habe für dich aufgehört. Also habe ich beschlossen, zurückzukommen und noch einmal neu zu beginnen. Viele dachten, ich sei tot. Oh mein Gott. Ab und zu auf Konzerten kommen die Leute zu mir und sagen, wir dachten, sie wären tot, weil wir so lange nichts von ihnen gehört haben. Also, hier bin ich und ich liebe einfach, was ich tue. Was macht Ihnen mehr Spaß? Für andere Künstler Songs schreiben oder die eigenen Songs selbst zu performen? Just the performing by yourself with your own songs, that is more interesting for you. Das sind zwei verschiedene Dinge. Songs schreiben bedeutet, dass du nicht im Rampenlicht stehst. Du schreibst sie hinter verschlossener Tür in deinen vier Wänden und niemand weiß, wer du bist. Und du kannst ins Restaurant gehen, ohne dass dich jemand behelligt. Wenn du aber selbst auftrittst, bekommst du sofort Feedback. Du singst ein Lied, danach bekommst du Applaus, du beendest ein Konzert, die Leute klatschen. Das sind also zwei verschiedene Dinge. Ich mag beides. Ich schreibe gerne hinter verschlossener Tür, aber ich finde es auch schön aufzutreten und für meine Fans zu performen. Sowohl in großen Konzerthallen, aber auch in kleinen Städten. Und ich liebe es, das zu tun. Ende 2013 haben Sie ein neues Live-Album rausgebracht. Songbook 2013 live in Wilhelmshaven. Mit vielen Ihrer Hits natürlich. Haben Sie ein Lieblingslied? Nein, eigentlich habe ich keinen Lieblingssong. Für mich sind sie alle toll. To me, they're all wonderful. They're like my children. Wie meine Kinder. Ich habe kein Lieblingskind. Du liebst sie alle gleich. Natürlich gibt es bestimmte Stücke, die dir etwas mehr bedeuten, wie zum Beispiel It Never Rains in Southern California. Das war mein erster großer Hit als Sänger. Dann gibt es noch ein Lied, das heißt The Air That I Breathe. Das ist so ein toller Song und so anders als die anderen, aber generell habe ich nicht wirklich einen richtigen Lieblingstitel. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen langweilig ist, jahrelang die gleichen Lieder immer und immer wieder zu singen. Nein, das ist fantastisch. Jedes Mal, wenn man sie singt, ist es irgendwie wieder neu. Genauso wie jeder Tag unterschiedlich ist. Du wachst auf und fühlst dich ein bisschen anders als gestern. Und es gibt nie einen Tag, der sich genauso anfühlt wie der Tag zuvor. Genauso wie jeder von uns anders aussieht. Wir haben alle Augen, Nase, Mund, Ohren und einen Körper.
Aber wir sehen doch alle unterschiedlich aus. All of us, we all have something different from each other. Und mit den Songs ist es das Gleiche. Wenn du sie singst, bist du immer anders inspiriert, sie zu singen. Sie haben das Live-Album auf einem Konzert in Wilhelmshaven aufgenommen. Warum das? Welchen Bezug haben Sie zu Deutschland? Das ist nicht einfach ein Live-Album. Es ist mein erstes Live-Album. Also ist es wirklich etwas Besonderes für mich. Ich habe 4 oder 5 Shows aufnehmen lassen. Manche in Kirchen, einige in großen Hallen, andere im Theater und sie alle klingen anders. Also konnte ich nicht, wie das ja normalerweise der Fall ist, ein Stück aus der Aufnahme und eines aus der anderen nehmen, weil sie eben alle anders klingen. Also musste ich mir ein Konzert aussuchen, das wir dann veröffentlichen. Und ich habe mich für Wilhelmshaven entschieden, weil ich denke, dass das das Beste war. Und ich habe nichts daran verändert. Da sind Textfehler drauf, manchmal rede ich mit dem Publikum, was die Hörer natürlich nicht sehen können. Aber ich denke, das macht es einzigartig. Das ist eben ein echtes Live-Album. Ich bin nicht ins Studio, um es noch einmal zu überarbeiten. Wilhelmshaven, ich weiß auch nicht, war eben der Ort, an dem ich es aufgenommen habe. Ich hätte es auch Live in Germany nennen können, aber ich denke, das wäre unfair Wilhelmshaven gegenüber. Freuen Sie sich schon auf die Tour, auf Deutschland und das Publikum? Ja, ich bin schon ganz aufgeregt. Für die Tour muss man aber schon einige Opfer bringen. Du musst viel schlafen, nicht trinken, nicht feiern. Du musst auf dich aufpassen bei 2,5 Stunden Show, 5 oder 6 Tage hintereinander. Dann hast du mal wieder einen Tag frei und dann stehst du wieder 5 oder 6 Tage hintereinander auf der Bühne, bis der nächste freie Tag kommt. Das ist hart. Da muss man schon sehr diszipliniert sein. Geben Sie Ihrem Sohn dieselben Tipps, weil die Strokes sind ja auch ziemlich viel unterwegs. Nein, ich helfe meinem Sohn, wenn er von mir einen Rat will, aber er muss selbst seine Erfahrungen machen. Ich nehme an, das Business ist ziemlich hart. Es ist hart. Im Vergleich zu früher hat sich viel verändert im Musikbusiness. Es ist viel technischer geworden. Heutzutage musst du kein großer Sänger sein. Es gibt so viele Künstler, die nicht singen können und trotzdem große Stars sind. Aber so ist es eben. Wie darf man sich Ihre Konzerte vorstellen, die Sie da in Deutschland geben werden? Wird die Akustik und die Band im Vordergrund stehen oder arbeiten Sie auch viel mit Technik? With technical stuff and all that. Ich trete mit meiner Band auf und ich werde auch die ein oder andere Nummer alleine oder nur mit 1 oder 2 Musikern spielen. Außerdem will ich das Publikum auffordern, mich herauszufordern. Sie können sich einen Song wünschen und wenn ich mich daran erinnere, dann spiele ich ihn. And if I remember it, I will play it for them, you know. Klingt toll. Und ich liebe es, das Publikum mit einzubeziehen. Ab und zu gehe ich von der Bühne, laufe durch die Reihen, schüttel dem einen oder anderen die Hand und umarme sie. Sowas in der Art eben. Wir wünschen Ihnen eine großartige Tour in Deutschland und eine tolle Zeit hier bei uns in Schweinfurt. Wir sehen uns dann am 13. September. Wie der Song See You in September so schön sagt. Genau. Und liebe Zuschauer, wir verabschieden uns mit einer kleinen musikalischen Einlage von Albert Hammond, damit Sie schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzert am 13. September in der Frankenhalle bekommen. Und er ist auch gerade nominiert für den Live Entertainment Award als beste Tour 2014. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Konzert im September anzuschauen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit der kleinen musikalischen Kostprobe. Auf Wiedersehen.
City life was getting us down. Spent a weekend out of town. Pitched a tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. And you put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine. Down by the river. Down by the river. Down by the river. Said, come in, the water's fine. Down by the river. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Look at me, got a load on my back. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Been a life that's long and hard. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Going down to the breaker's yard. I'm a train, I'm a train, I'm a train, yeah. Been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has been a hard day, yes it has. I'm a train, I'm a chicken train, I'm a chicken train, I'm a train, I'm a chicken. Train, yeah. Ooh, the free electric band. Da-ba-dum, da-ba-dum, beep, 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 the free electric band. Da-ba-dum, da-ba-dum, beep, 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 the free electric band. When I need, just close. And all that I so wanna give you, babe, is only a heartbeat away to all the girls I've loved before. Who traveled in and out my door. I'm glad they came along. I dedicate this song. All the girls I've loved before. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Seems it much.